Hallo, liebe Jagd- und Naturfreunde, sage ich das immer. Mein Name ist Andreas Barth, bekannt als Dreispross. Und ich bin heute zusammen mit Daniel Ebert hier von der Firma Bresser. Ja. Und Bresser ist der Distributor von Pulsar, genau, in Deutschland. Ja. Genau. Und wir machen eine Vorstellungsreihe, Produktvideoreihe über die Produkte von Pulsar. Und wir fangen heute an mit den Axion-Geräten. Axion, das hypothetische Elementarteilchen, warum auch immer das so genannt wurde, aber sie haben immer Namen Axion, Helion und Ecolate. Also Teilchen, weil es das kleinste Produkt ist von Pulsar, die kleinste Wärmebildkamera, und die stellen wir Ihnen und euch jetzt vor. Also Axion ist eigentlich die Reihe, die beginnt mit dem Key, mit dem XM30 und dem XQ38 dann in der Spitze. Genau. Und die gibt es in zwei Modellvarianten, einmal mit Entfernungsmesser und ohne. Sind sie sonst baugleich? Es gibt zwei Unterschiede. Mhm. Einmal der Entfernungsmesser, der bei dem LRF eingebaut ist. Und dafür hat aber das ganz normale Axion XQ38 eine Videofunktion mit drin und auch eine Wi-Fi-Funktion. Das hat das LRF dann nicht. Okay, grundsätzlich zum Gerät. Wir haben vorne ein Objektiv. Wie groß ist es? Es ist ein 38er Durchmesser. Deswegen der Name. Genau. Darüber kann man sehr viel ableiten bei Pulsar. Wir haben, die ist fokussierbar. Genau, ja. Und wir haben hinten die Dioptrienverstellung auch möglich. Natürlich, ja. Beide haben auch verbaut den Akku. Und da hat sich was verändert zu den anderen Modellen. Genau. Da haben halt viele vorher sich beschwert, sag ich mal, dass der Akku halt schnell rausfällt. Mhm. Und da hat Pulsar dann auch drauf reagiert und hat jetzt hinten, ich sag mal, einen festen Verschluss drauf, den man abnehmen kann. Aber er ist halt fest drauf, wenn ich ihn einmal raufgeklippt habe. Und dann kann ich ihn einfach reinschrauben. Das heißt, selbst vorher war ja vorne ein Knopf drauf, so ein Release-Knopf. Genau. Und da ist er schon mal öfter aufgesprungen, wenn ich es in der Tasche hatte oder auch während der Pirsch oder sowas. Und das ist jetzt besser geworden, weil jetzt ist es fest verschraubt drin. Es ist trotzdem sehr leise, das ist ja wichtig, wenn man Handgeräte dienen natürlich nicht nur zur Ansitzjagd, sondern auch zur Pirschjagd. Mhm. Und wenn man dann doch noch mal den Akku wechseln möchte, weil er gerade leer ist, das bietet sich ja an, hier zwei zu holen. Wobei hier noch was passiert ist, was sicherlich euch interessieren wird. Ist es hier möglich, auch leise das Ganze zu entnehmen und leise zu wechseln? Mir ist das schon ein paar Mal passiert, dass man das mal machen muss, weil man vergessen hat zu laden. Genau. Was ist die Neuigkeit? Die Neuigkeit ist jetzt einfach, vorher hatten wir bis zu 4 Stunden Akkulaufzeit. Mhm. Jetzt ist ein APS-5 Akku drin, mhm, und der hat maximal oder bis zu 6 Stunden Laufzeit. Das ist eine lange Zeit, also mindestens eine Jagd hält das aus. Mindestens. Und ansonsten habe ich einen Wechselakku dabei, kann ich ganz schnell wechseln. Zur Bedienung oder welchen Prozessor haben wir da eigentlich drin? Das sind ja so die Bauteile, die wir hier drin haben. Ja. Was haben wir hier für einen Wärmebildsensor drin? Also da ist jetzt ein Sensor drin, 384x288, hat ein 17er Micron oder ja, 17er Pitch drin, und wir haben einen NETD-Wert unter 40. Okay, da haben wir jetzt drei Fachbegriffe gehabt, die Händler in der Regel wissen, mhm, die Kunden nicht. Um es zu erklären, was bedeutet Pixel Pitch eigentlich? Ja, also das ist der Abstand zwischen den verschiedenen Pixeln, und da unterscheidet man heutzutage eigentlich so zwischen 12 und 17. 17 hat dann einen größeren Abstand, hat aber auch dadurch einen größeren Monitor in der Regel, weil der Abstand halt größer sind bei gleicher Pixelzahl. Und bei dem kleineren ist halt der Abstand geringer, mhm, beim 12er. Und dadurch kann ich auch einen kleineren Monitor verbauen. Deswegen hat man bei den Vorgängermodellen, jetzt sage ich mal XM30S, ist das Gehäuse auch ein bisschen kleiner, weil dann zum Beispiel auch ein kleinerer Monitor reinpasst. Aber bedeutet auch Pixelbild kleiner, dass das Bild auch detailreicher sein kann? Also wie früher bei den Fernsehern? Genau. Wenn du ganz dicht gegangen bist, hast du die Punkte gesehen. Und wenn die halt ganz eng zusammen sind, wird das natürlich ein flüssiges, gesamteres Bild. Dann, genau, wird es auch ein bisschen schärfer dadurch, mhm, vielleicht auch, ne, weil es einfach enger zusammen ist. Und wie du schon sagtest, ist ein flüssigeres Bild. Mhm. Und dadurch ist der Monitor natürlich trotzdem ein bisschen kleiner, und das ist ein bisschen Geschmackssache vielleicht auch, ne? Was man eher mag, lieber dieses scharfe, super scharfe Bild oder halt ein bisschen größeren Monitor. Daniel, wir stellen in anderen Videos ja auch noch andere Produkte vor. Die Axion ist dafür bekannt, eben sehr klein und handlich zu sein. Ich bitte dich mal, nimm mal die in die Hand. Vorher erklärst du mir noch mal, was Millikelvin bedeutet. Du hast da eben 40 Millikelvin gesagt. Was ist das? Ist das die Sensorik? Genau, also das ist im Endeffekt die Empfindlichkeit des Sensors. Mhm. Umso kleiner die Zahl, umso empfindlicher ist der Sensor, umso schneller sehe ich dann nachher die Wärmequellen, mhm, und kann dadurch auch Temperaturunterschiede besser erkennen.
40 ist schon Topwert, das weiß ich. Also es gibt andere Geräte, die haben 25 zum Beispiel, aber 40 ist schon ein super Wert. Wofür ist das wichtig? Also Wärmebild hat wahnsinnig viele Vorteile, aber einen Nachteil. Und da müsste man einen guten empfindlichen Sensor haben. Beschreib das mal ganz kurz. Genau, also es ist natürlich so, dass Objekte eine Wärmequelle ausstrahlen, eine Wärmesensorik ausstrahlen. Und wenn man dann auf lange Sicht zum Beispiel oder auf lange Distanz schauen will, wird der Unterschied halt immer kleiner. Mhm. Und mit einem kleineren NETD-Wert kann ich halt schneller diese Empfindlichkeiten auffangen und dann halt auch darstellen. Und dann sehe ich halt Wärmequellen schneller, als ich die vorher sehen kann, weil die Kamera die gar nicht verarbeiten kann, wenn ich jetzt eine 50er hätte zum Beispiel. Wie sieht es aus bei Wasser in der Luft, also Nebel? Genau, da wird es dann richtig interessant, denn der Nebel hat ja auch irgendwo eine Temperatur und mit einem hochsensiblen Sensor sehe ich natürlich durch den Nebel auch mehr Veränderungen. Ja. Ich glaube, das haben wir gut erklärt, weil das sind immer Fragen, die kommen, ja. Das weiß ich. Also das Gerät ist sehr handlich, passt natürlich auch eine Jackentasche. Beim LRF-Modell, also mit dem Entfernungsmesser, das sind ja die Laserwerfer quasi, die rausgehen, genau. Ja. Baut das Gerät schon auf, man sieht das so ein bisschen. Mhm. Übrigens für Linkshänder, man kann es natürlich auch so halten, aber wir haben viele Linkshänder auch bei der Jagd oder in der Naturbeobachtung, da haben wir eine Idee, die hast du gesagt eigentlich, da kriegst du einen Innovationspreis von Pulsar, wenn du das wieder drüber gibst. Ja. Also es wäre natürlich schön, wenn man auf der anderen Seite auf Dauer dann hier auch die Einbuchtung macht, damit der Trageriemen dann gewechselt werden kann. Hier sieht man es ja, auf der rechten Seite ist es. Mhm. Da werden wir auch nochmal mit Pulsar springen, das ist auf der linken Seite auch nochmal. Genau, ich glaube, die sind auch dankbar für Feedback aus der Praxis. Ja. Und die Linkshänder, davon gibt es mehr, als man denkt. Oder Rechtshänder, die einfach sagen, ich möchte links beobachten, das geht mit dem kleinen Gerät, um mein rechtes Schießauge nicht zu belasten. Ja. Ich kenne viele, die das so machen. Es ist so auch möglich. Genau. Aber gerade zum Wechseln beim Schuss, gerade im Schießstock eingelagert, die Waffe will ich nochmal kurz abglasen. Ist es einfach schön, wenn man es vielleicht noch mal beidseitig hätte. Ja, sonst sind es kleine handliche Geräte mit dem Akku. Was haben wir noch? Also vorne hast du gesagt, bei den anderen Modellen gibt es den Taster fürs Locken des Akkus. Hier ist jetzt etwas verbaut, weil es hier ein Zubehörteil gibt. Genau, es gibt einen sogenannten L-Adapter, der ist sogar mit dabei. Da kann ich das quasi auf einen Stativ noch montieren oder auf einen C-Adapter, wie er bei Pulsar heißt, um dann am Hochsitz anzubringen. Oder das Klemmadapter ist das, ne? Genau. Theoretisch gibt es auch eine Fenstermontierung fürs Auto oder eine Window-Montierung. Ja, Daniel, warum gibt es sowas aus der Praxis? Es gibt halt viele, die das zum einen nicht aus der Hand filmen wollen oder beobachten wollen oder am Auto anbringen, wenn sie eine Gummipirsch machen. Die fahren tatsächlich durchs Revier und können über die StreamVision-App ja das Bild auf ein Tablet oder ein Handy übertragen. Genau. Und du hast es mir nochmal gesagt, mit der XQ38 geht es. Genau, richtig. Sie hat hier kein Wi-Fi. Genau. Dafür eben den LRF, den Laserentfernungsmesser. Ja. Und darüber geht es dann mit dieser Kamera. Also anbringen, hier dann Stativ anbringen, entweder die Scheibenhalterung oder andere Halter. Auch ein ganz normales Stativ würde gehen. Ja, richtig. Und darüber geht das dann. Ja, sind zwei Modelle. Beide haben solche Gimmicks, die ich ja unfassbar schätze als praktischer Anwender. Solche Magnetgeschichte im Deckel und hält eben. Bammelt nicht rum, kann man nicht verlieren. Wunderbare Sache. Und vorne hält es auch fest. Das ist ja relativ empfindlich da vorne, wenn ein starker Schlag drauf kommt. So eine Gummikappe kann da Schlimmeres verhindern, wenn es dann doch mal runterfallen sollte, wenn man es runterfallen lässt. Ja, was hat die Axion XQ38 noch? Wir haben hier einen Eingang. Daniel, was ist das? Wozu dient das? Genau, das ist der USB-Eingang, USB-C-Anschluss. Da kann ich natürlich einmal drüber laden, aber natürlich auch eine Powerbank dran anschließen, um dann zum Beispiel den Akku noch länger laufen zu lassen. Und man kann hier auch Bilder und Videos herunterziehen auf den Desktop-PC oder auf dem PC? Genau, richtig. Also wenn ich da jetzt einen USB-Anschluss drin habe, fragt mich der PC einfach, ob ich es als Ladegerät und dann nutzen möchte, den PC, oder dann als Festplatte. Als Festplatte, genau. Ja. Die Auswahl kann man dann treffen über die Auswahlmenü. Genau. Im Gerät. Sonst über StreamVision kann ich ja Updates auch machen. Genau, man kann natürlich Updates machen, da ist der Pulsar darüber bekannt, oder dafür bekannt. Und das läuft natürlich dann über die StreamVision-App, wie bei allen anderen Geräten auch. Und kann aber da auch natürlich die Bilder und die Videos dann downloaden und über die App das dann machen. XQ38, LRF, jetzt sagen einige, wozu brauche ich ein Entfernungsmesser?
Ja gut, ist ja eigentlich ganz, oder ist bekannt, sag ich mal, dass man gerade in der Nacht schlechte Entfernung einschätzen kann. Und das betrifft natürlich auch die Wärmebildtechnik. Und wenn ich da dann ein Entfernungsmesser dran habe, kann es ein Riesenvorteil sein. Ja, ich habe es damals frohlockt, als ich es gehört habe, dass es fürs Axion das anbietet. Vielleicht irgendwann auch für die Helion, mal gucken. Bei der Ecolate schätze ich es sehr, genau aus dem Grund. Du kannst dein Fernglas mit Entfernungsmesser nicht einsetzen in der Dunkelheit. Und du hast hier ein Wärmebildgerät und man verschätzt sich da sehr, sehr schnell in der Nacht. Genau. Und gerade bei der Pirschjagd auf Sauen ist es schon entscheidend, ob du 40 Meter entfernt stehst von den Sauen oder 60 Meter. Mhm. Das können die wenigen Meter sein, die es dann unmöglich machen, Beute zu machen. Ja, haben wir zwei Geräte, von der Bedienung sind sie auch gleich, Daniel, da würde ich dich bitten, dass du noch mal kurz die Knöpfe erklärst. Genau, also wir haben hier vorne den Powerknopf, worüber man auch manuell kalibrieren kann. Ja, das geht auch im Automatikmodus. Immer wenn ich dann eine Kalibrierung brauche, drücke ich einfach einmal kurz drauf und dann ist es schon kalibriert. Wir haben dann in der Mitte hier den Menüknopf. Kurzes Drücken einmal gehe ich in das erste Menü, langes Drücken gehe ich ins zweite Menü. Rauf- und Runter-Tasten natürlich, um es zu bedienen. Zum Beispiel, um den Image-Boost einzuschalten, gehe ich einfach ins Menü rein, drücke einmal runter, bestätigen, habe ich den Image-Boost an. Mhm. Kann aber auch in Farbmodis wechseln und so weiter. Image-Boost, da hast du gerade was gesagt, das ist auch was Besonderes. Das bieten aber, soweit ich weiß, alle neuen Modelle von Pulsar an. Genau, ja. Was ist das? Genau, kam jetzt mit knapp einem halben Jahr mit einem Update rein. Da wird einfach nochmal der Algorithmus geändert und wird das Bild nochmal, ich sag mal, hochgerechnet. Dass es einfach genau aufpoliert, dass es dann nochmal ein schärferes Bild gibt. Ja, und das kann gerade in der Detailerkennung sehr, sehr hilfreich sein. Nochmal als Feedback als Anwender, ich habe ja das XQ38 LF gehabt in der Jagd. Entfernungsmesser top. Leider konnte ich da keine Aufnahmen machen. Da müsst ihr mal gucken bei euch in der Schatzkiste, ob ihr noch was habt, ob wir es mal zeigen können. Ja. Und das können wir noch mal im Anschluss dann zeigen. Gut, dann sagen wir zu der Geschichte Axion. Vielen Dank, Daniel. Ja, danke dir. Viel erzählt hast hier. Und dass wir euch, Ihnen, die Geräte hier näher gebracht haben. Axion XQ38 und XQ38 LRF von Pulsar. Bis dahin, Gruß und Wartmannsheil. Ciao.